Schau, was in Lukas 5, Vers 6 passiert. Als sie das taten, was Jesus sagte. Und dieses Mal, wenn du es sagst, wenn du es sagst, wenn du es sagst, und dieses Mal waren ihre Netze so voller Fische, dass sie anfingen zu reißen. Ein Ruf, hey, kommt her! Ein Hilferuf brachte ihre Partner und ihre Boote. Und bald waren beide Boote voller Fische und drohten zu sinken. Ich hatte diesen Gedanken, was wäre, wenn wir aus den richtigen Gründen sinken würden? Wie sähe es aus, wenn so viel Segen in unser Leben und unsere Familie käme, dass wir großzügiger sein müssten, weil wir den Segen nicht mehr alleine halten könnten? Was würde passieren, wenn wir in solch einer verankerten Gehorsamkeit laufen, dass wenn, ihr wisst schon, das ist die Geschichte unserer Kirche, oder? Wie wir Millionen von Dollar gespendet haben. Das war das Überfließen des Gehorsams. Segnet 20 andere Kirchen mit je 100.000 Dollar, weil ich zu viel für euch getan habe, um es auf eurem Boot zu halten. Wie sähe das aus? Und mein Gebet für euch ist, dass ihr anfangen würdet zu sinken aus den richtigen Gründen. Dass Gott euch mit so vielen Verbindungen segnet, dass ihr etwas von eurem Geschäft an jemandem anderen weitergeben müsstet. Dass Gott euch so viel Weisheit und Einsicht gibt, dass ihr eure Ideen weitergeben müsst. Ich muss nicht einmal dafür bezahlt werden. Ihr könnt das verwenden, ihr könnt das machen. Ich habe so viel, dass ich es nicht alles festhalten kann. Das passiert in der Tiefe. Sie riefen. Denn in meiner Bibel, was ich lese, schreibt das auf. Die Tiefe verdoppelt es. Sie gingen mit nichts vom Boot weg. In diesem Moment sind zwei Boote bis zum Sinken gefüllt. Was mir sagt, wenn ich Gott erlaube, mich in der Tiefe zu entwickeln, kann er uns auf einer Ebene segnen, wo es nicht nur genug für uns ist, es war das Doppelte von dem, was wir hier dachten. Pastor Mike, was sagst du da? Ich stehe hier und verdopple alles, worüber Bischof und ich hier gesprochen haben. Jede Idee, jeder Wunsch, alles, was wir sagten, wie zum Beispiel, irgendwann wäre es großartig, wenn Gott das tun würde. Und Gott hat alles verdoppelt, weil wir gehorsam waren und in der Tiefe verankert waren. Pastor Mike, gib mir einen weiteren Punkt. Nein, ich versuche dir ein Prinzip zu geben. Gehorche Gott. Gehorche ihm einfach. Nun, was ist mit meiner Familie? Es spielt keine Rolle. Gehorche Gott. Aber was ist mit dem Geld? Es spielt keine Rolle. Gehorche Gott. Ich stehe heute hier, wie die Jünger, mit der einzigen Qualifikation, dass wir heute hier sind, weil Gott es gesagt hat. Und ich war wie, wenn du sagst, und wirf dein Netz auf die andere Seite. Ich habe gehorcht. Und er hat es verdoppelt. Schaut euch den Rest der Geschichte an. Denn ich möchte, dass ihr seht, dass das der Teil ist, den ich absichtlich... Wir könnten jetzt überall hier schreien, wie er hat es verdoppelt. Und ich könnte, wie das alles? Ich wollte einfach, dass wir in 6 Jahren ein wenig reifen, um zu sehen, was der eigentliche Zweck davon war. Als Simon Petrus erkannte, was geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und bekannte, O Herr, bitte verlass mich, ich bin so sündig. Gottes Segen kann zeigen, wie tief und dunkel du bist und Gott steht deinem Chaos nicht entgegen. Schau ihn an, er sagt, denn er war von der Anzahl der Fische überwältigt, die er gefangen hatte. Ebenso wie die anderen mit ihm, seine Partner Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren ebenfalls erstaunt. Jesus antwortete Simon, fürchte dich nicht. Ich habe all das aus einem Grund getan. Es gab eine Absicht dahinter. Ich wollte einfach etwas Natürliches tun, damit du sehen konntest, wer ich wirklich bin. Von jetzt an, Mike, der einzige Grund, warum ich dir dieses Gebäude gegeben habe, der einzige Grund, warum hier 20.000, 30.000 Menschen sind, die mir zuhören, ich werde dich von jetzt an Menschen fischen lassen. Hä?
War das alles ein großes Experiment, um mir zu zeigen, worauf es wirklich ankam? Du segnest mein Zuhause und mein Geschäft und meine Gesundheit? Du bringst meine Kinder? All das andere war, damit, oh, ich könnte dir tatsächlich folgen. Schau dir den letzten Teil des Verses an. Ich liebe das. Geh ein wenig hoch. Es sagt den Jüngern dort direkt, es sagt, und sobald sie an Land kamen, ließen sie alles zurück und folgten Jesus. Der größte, erfolgreichste Tag in der Geschichte ihres Geschäfts. Sie fingen 153 Fische. Und als sie an Land kamen, machten sie keine Selfies von den Fischen. Sie machten kein Fischfest. Sie gingen nicht auf den Markt und machten Geld. Sie ließen alles zurück und folgten Jesus. Könnte das Erfolgreichste an deinem Leben das Kleinste sein im Vergleich zu dem Leben, das Gott für dich geplant hat zu leben? Ich stehe hier und sage das immer wieder, weil ich von Gott gerade fasziniert bin. Ich stehe hier, bereit, alles aufzugeben, was ich jemals wollte, um Jesus zu folgen und mehr Menschen für ihn zu gewinnen. Letzter Punkt. Die Tiefe macht Jünger und verändert Schicksale. Ich bin in einem Raum voller Menschen, deren Schicksale sich geändert haben, weil Bishop beschlossen hat, in die Tiefe zu gehen. Ich war 13 Jahre alt, als er und Pastor Debbie beschlossen haben, Greenwood Christian Center zu gründen. Und während ich wahrscheinlich versucht habe, AOL zu benutzen und Pornos zu gucken, können wir ehrlich sein? Warum? Während ich versuchte, mich zu beweisen und so zu sein und all das andere durch das Teenager gehen, sprach Gott zu einem Mann und einer Frau, sich vom Ufer abzustoßen und in die Tiefe zu gehen. Und 16 Jahre lang verweilten sie in der Tiefe. Und sie sahen mich und sie waren einer von denen, als die Boote fast zerbrachen, sagten sie, komm her! Und wir durften zusammen ein Wunder erleben. Und Gott sagte, jetzt lass das alles zurück. Lass die Musik, lass all diesen Kram. Und ich werde dich dazu brauchen, mich zu repräsentieren. Für die Verlorenen und die Gefundenen. Für Veränderung in Christus. Es ist Zeit zu angeln. Gott hat mir diese Vision gegeben. Und heute fühle ich mich geehrt, hier zu stehen. Wissend, dass ich diesen Prozess durchlaufen habe. Kannst du diesen ganzen Prozess für mich auf den Bildschirm bringen? Ich war von Gott entfernt. Dann ließ ich ihn auf mein Boot treten und wir begannen zusammen auf diesem Boot zu stehen. Aber es brauchte einen echten Anker des Gehorsams, damit er mich leiten konnte. Und als er mich dann leitete, führte er mich in die Tiefe. Und als er mich in die Tiefe führte, musste ich eine Entscheidung treffen. Und jetzt kann ich hier stehen, 6 Jahre später. Und du kannst dort in deinem Zuhause stehen. Und du kannst mutig sagen, dass du ein Jünger bist. Das ist der Punkt, an den ich möchte, dass alle gelangen. An den Punkt, an dem du Gott in jeder Situation folgen kannst. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Der einzige Grund, warum ich das sagen kann, ist, weil ich jetzt überzeugt bin, dass mein Ja mich zu einem Jünger gemacht hat und das Schicksal anderer verändert hat. Wer ist mit dir verbunden? Pastor Mike, fang mit dem Konfetti an. Nein. Ich möchte, dass du geheiligt bist. Ich möchte, dass du ein Leben lebst, bei dem am Ende, wenn ich sterbe, bevor ich alt werde, niemand sagt, oh, er hat sein Potenzial fast erreicht. Gott wollte ihn wirklich benutzen. Und ich möchte nicht, dass das über dich gesagt wird.